Hallo ihr Lieben, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir machen heute einen wunderschönen Eierpfannkuchen mit Pflaumenmus drin. Das Pflaumenmus, was wir neulich schon mal gemacht haben, haben wir nochmal eben schnell neu gemacht, weil es uns so gefallen hat. Ja, lasst uns starten. In aller Fell is blue. Ich tue jetzt mal ein bisschen Mehl hier in meine Schüssel. Das ist jetzt kein Standardmehl, das ist jetzt 5,50er. Das hatte ich noch. Das andere Mehl, das ist gerade in einem guten Haushalt ausgegangen. Aha. So. Dann trenne ich jetzt mal eben die Eier. Wir können einen dummen Fehler hier machen. Schon habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe keine zweite Hälfte für das Ei. Ich hasse Ei an den Fingern. Habe ich aber schon mal, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. So. Die Köcher sagen ja immer, man soll das nicht an der Kante aufschlagen, weil dann macht man sich das Eigelb kaputt. Ich weiß nicht, wieso die das immer sagen. Ich mache das nie. Ich mache das immer an so einer Kante und dann funktioniert es auch. Wahrscheinlich passiert es mir jetzt das erste Mal. So, ich habe jetzt meine Eiweiß getrennt. Habe das Eigelb hier schon mit reingetan. Jetzt tue ich da gleich Milch noch rein, ein bisschen Salz. Und dann schlage ich mir das Eiweiß auf. Aber ich muss jetzt erstmal meine Finger sauber machen. Ich habe mir wieder so ein Beutelchen Vanille genommen und tue die hier mit hinein. Das gibt dem Ganzen so einen mega vanilligen Geschmack. So, dann habe ich hier meinen super guten Schneebesen, den ich auch immer gerne verwende. Und dann tue ich mir da jetzt schon mal ein bisschen Milch rein. Und dann versuchen wir da jetzt mal schnell einen gleichmäßigen Teig draus zu bekommen. Ein bisschen mehr Milch. Also hier ist das jetzt schon mal so ein bisschen ein schöner homogener Teig geworden. Da tue ich jetzt gleich mein geschlagenes Eiweiß rein. Das muss ich jetzt mal eben machen. Dafür werde ich euch mal eben wegschalten, weil es wird jetzt laut. Eischnee, Test, da fällt nichts, da tropft nichts, der ist fest. So, den nehmen wir jetzt hier raus. Und heben den schön unter unseren Teig hier. Rühren wir den mal eben da drunter. Dann fehlt mir noch eine Prise Salz. Und dann kann ich die Pfanne heiß machen. Und dann geht das los. Ich freue mich drauf. Ich finde ihn fast noch ein bisschen... Ne, der ist gut. Bombe. Echt Bombe. Sehr schön. So, jetzt schnell eine Prise Salz. Eine kleine Prise Salz machen wir jetzt hier eben noch schnell ran. So, wunderbar. An jede Süßspeise ein bisschen Salz, an jedes Hauptgericht ein bisschen Zucker. So, dann wollen wir mal weitermachen. Noch einmal schön durchrühren, damit der Zucker überall ist. So, dann mache ich jetzt mal den Herd an. So, ein bisschen Butter hier in die Pfanne. Wunderbar. So, dann tun wir da schon mal schön Teig rein. Der soll eigentlich jetzt schön verlaufen, also noch ein bisschen dickflüssig. Okay, gut, der nächste wird ein bisschen dünner. Da müssen wir noch ein bisschen Milch in den Teig tun. Jetzt haben wir ihn schon einmal umgedreht, obwohl er viel zu dick geworden ist. Das erinnert ja ein bisschen mehr so an Kaiserschmarrn. Sieht da trotzdem super genial aus. Geil aus. Ja. So. Der muss jetzt noch ein bisschen backen und dann machen wir den ersten wirklich super dünn, sehr fluffig. So, zweiter Versuch. Dieser hier müsste jetzt auch ein bisschen dünner werden als der eben. Ja, das sieht schon gut aus.
Sehr geil. So, der muss jetzt ein bisschen backen und dann werden wir den gleich umdrehen. Oh, ja geil. Toll. Ja, ein bisschen Gymnastik für den Eierpfannkuchen. Sieht er nicht genial aus? Ich finde, er sieht klasse aus. Den rollen wir gleich schön auf. Erst vorher kommt noch ein bisschen Pflaumenmus da rein und dann rollen wir den auf. Ein bisschen Puderzucker, ready. Top-Geschichte, um mal eben schnell einen netten Nachtisch zu bauen. Kann man dann eine Kugel Eis zumachen. So. Eierpfannkuchen auf den Tisch. Ich mache mal eben schnell einen Hauch Butter in die Pfanne. Für den nächsten, genau. Und dann tun wir noch mal schnell da ein bisschen Teig hinein. Und dann kann ich ja gleich schnell eben da die andere vorbereiten. Ne? Den fertig machen. So, dann tun wir hier ein bisschen Pflaume rein. Sieht das geil aus. So. Hier auch noch ein bisschen so. Und dann rollen wir den so auf. Und jetzt kommt da ein bisschen Puderzucker drüber. Dafür muss ich den Puderzucker erstmal aufmachen. So, und dann kommt da jetzt ein bisschen Puderzucker drüber. Voila! Das sieht doch genial aus. Ich finde es klasse. Und den werden wir uns gleich schön schmecken lassen. Jetzt könnte man, wenn man will, hier an der Seite noch eine Kugel Eis hinpacken. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, unser kleines Special hier am Heiligabend, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Aber es kommen ja noch ein paar Videos bis Ende des Jahres. Bis dann, euer Frank von Wir kochen was.